Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu diesem neuen Orakel. Heute möchte ich gerne schauen, welches Schlüsselerlebnis dich in 2020 noch erwartet oder welches Schlüsselerlebnis du in 2020 bereits hattest, das dich weiterbringt in deiner persönlichen Entwicklung, in deinen Projekten etc. Also ein Moment, in dem dir etwas Wesentliches bewusst wird, etwas klar wird, in dem du bemerkst, dass du anders reagierst, als du früher reagiert hast in solchen Situationen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was hier liegt, welche Karten hier für dich gekommen sind. Du kannst dich hier entscheiden zwischen dem linken oder dem rechten Stapel. Wenn du dich zu beiden hingezogen fühlst, dann wähle auch gerne beide Stapel aus. Dann sind auch in beiden Informationen für dich. Ich beginne gleich mit dem linken Stapel und diesmal machen wir es so, dass ich erst im Nachhinein, also wenn die Karten schon aufgedeckt sind, noch ein paar Charms ziehe. Und du hast jetzt noch einen Moment Zeit. Die Anfangszeiten findet ihr übrigens unter dem Video. Und dann starten wir gleich mit der linken Seite. Und dann schauen wir mal, wenn du dich für diesen Schlüssel hier entschieden hast. Was ist dein Schlüsselmoment 2020 oder welches war dein Schlüsselerlebnis in diesem Jahr? Und ich beginne mal mit der Tarotkarte, das Tarot der Engel. Und da kommt für dich die Energie der Nummer 19, eine große Arkana, die Sonne. Sehr schön. Ja, für diejenigen unter euch, die sich mit Tarotkarten beschäftigen, wissen, das ist eine große Arkana-Karte. Das heißt, hier geht es ohnehin immer um wirklich wichtige, signifikante Veränderungen, wenn diese Karten auftauchen. Und so ist es auch bei dir. Sehr schön, eine positive Karte auch. Und wir machen mal direkt weiter mit den Seelenkarten von Chuck Spessano. Und da kommt für dich die Nummer 6, die ganze Fülle des Lebens zulassen. Ich sehe schon, ein sehr positiver Stapel. Also selbst wenn diese Karten hier jetzt noch etwas schwierig sind, haben wir hier schon mal eine sehr positive Grundenergie liegen. Das freut mich doch. Dann kommt aus dem Moonology-Orakel für dich der Vollmond im Stier. Träume brauchen einen Plan. Es ist jetzt auch der nächste Vollmond, der uns erwartet. Am 31., wenn ich mich nicht irre, ist auch ein Vollmond im Stier. Es könnte also auch sein, dass dieses Datum für dich wichtig ist oder dass dieser Moment eventuell zu diesem Zeitpunkt oder um diesen Vollmond herum stattfindet, wenn er nicht schon stattgefunden hat. Und ja, eventuell bist du auch ein Erdzeichen. Das könnte auch sein, muss aber auch nicht. Wir hätten hier auch noch Löwe liegen, aber das kann zutreffen, muss aber nicht unbedingt. Und die letzte Karte, da kommt der Engel Azur. Das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Habe Geduld und Vertraue. Versuche, nichts zu erzwingen. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Also, dein Schlüsselmoment hat mit den Begriffen Optimismus, Zuversicht, Vertrauen und Empfangen zu tun, wie mir scheint. Also dieser Moment wird dir eine Art von Optimismus schenken, den du so noch nicht kanntest oder schon lange nicht mehr gespürt hast. Du wirst in diesem Moment ganz stark spüren, dass, zum einen die Engel, die geistige Welt, bei dir ist, also vielleicht tatsächlich Erzengel Uriel oder auch ein anderer Engel. Und du hast auf einmal das Gefühl, dass du in der Lage bist, jetzt Gutes zu empfangen, ja, Fülle in dein Leben lassen zu können. Also eventuell hast du dich damit auch wirklich beschäftigt mit dem Thema Fülle und wie du es in dein Leben, wie du sie in dein Leben ziehen kannst, wie du sie zulassen kannst. Oder es kommt wirklich absolut überraschend für dich.
Jedenfalls wird es ein Moment sein, in dem dir klar wird, in dem du das Gefühl hast, dass du nur die Arme ausbreiten musst, die Hände ausbreiten musst, um zu empfangen, und zwar Gutes zu empfangen. Und du wirst auch auf einmal das Gefühl haben, alles zu schaffen. Also dein Selbstbewusstsein wird sich erweitern. Und ja, du hast auf einmal das Selbstbewusstsein, deine Pläne umzusetzen. Ja, also du hast auch das Vertrauen und die Geduld in deine Pläne, in deine Vorhaben und bist nicht mehr, falls das vorher ein Thema gewesen ist, verzagt oder zweifelst, sondern in diesem Moment wird dir klar, dass wenn du hier deine Pläne vorantreibst, diese auch zu einem guten Ergebnis kommen werden. Und was ich noch kriege, ist, du bist auch nicht mehr, also für die einen ist es so, glaube ich, dass sie vor diesem Moment, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo du stehst, vor diesem Moment warst du vielleicht jemand, der sehr gezweifelt hat und deshalb gar nicht erst angefangen hat, ein Projekt wirklich umzusetzen, weil es ja schief gehen könnte, weil man es ja ohnehin nicht schafft, etc. Ja, also solche Zweifel haben einige abgehalten, hier einen Plan überhaupt erst in die Wege zu leiten. Und da kommt die Sonne zu dir und wird dir das nötige Maß an Zuversicht schenken und an Optimismus und Selbstwert und Selbstbewusstsein, um deine Pläne tatsächlich anzugehen. Für die anderen ist es so, dass die Sonne dir eine, also das gilt für die Menschen, die schon dabei sind, ihre Pläne zu entfalten. Da aber vielleicht das Problem haben, dass sie etwas zu verkrampft an die Sache rangehen, zu ernsthaft, zu verbissen, möchte ich fast sagen. Denn in der Ursprungsversion, oder naja, Ursprungsversion, in der Rider-Waite-Version der Tarotkarte Die Sonne sehen wir ein Kind, das eine Sonnenblume in der Hand hält. Und damit spricht die Sonne auch vom inneren Kind, von Verspieltheit. Und solltest du zu denjenigen gehören, die vielleicht etwas sich sehr fokussiert haben auf ein bestimmtes Projekt, auf ein bestimmtes Thema in deinem Leben, dann kommt die Sonne zu dir und bringt dir etwas mehr Leichtigkeit und auch Großzügigkeit mit. Erinnert dich daran, dass du, auch wenn du deinen Plänen folgst, dein Leben genießen darfst. Und das wird dir in einem bestimmten Moment bewusst und dass auch gerade dann in solchen Momenten sich alles entwickelt und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Für dich sind hier zusätzliche Begriffe oder Wörter, die dich beeinflussen, Geduld und nichts erzwingen. Ja, also du wirst hier etwas locker lassen können und sehen, dass es sich trotzdem gut entwickelt, auch wenn du nicht 24 Stunden am Tag 100% bei diesem Thema bist, sondern dich auch mal entspannt und auch einmal entspannst und etwas spielerisch und leicht angehst. So, wir nehmen jetzt noch ein paar Charms dazu, um hier noch mehr Informationen zu bekommen. Und da kommt für dich zusätzlich noch die Nummer 6, die Liebenden. Die Nummer 3, die Herrscherin. Und die Nummer 2, die Hohepriesterin. Okay. Ja, sehr schön. Also, wir haben hier einmal das Thema Herzensentscheidungen. Wir haben das Wachstum und die Fruchtbarkeit mit der Herrscherin und mit der Hohepriesterin. Ja, das Sensitive, die Verbindung nach oben, das Spirituelle. Das können also Themen sein, die hier mit reinspielen. Ja, für einige geht es tatsächlich darum, hier eine Herzensentscheidung zu treffen, um etwas ins Wachstum zu bringen. Und deine Intuition sagt dir auch schon ganz klar, in welche Richtung es da gehen soll. Und wir schauen mal kurz weiter, bevor ich nochmal im Zusammenhang... Oh, nochmal der Stier. Also vielleicht sind wirklich einige von euch Erdzeichen. Oder es geht hier um ein Erdzeichen. Vielleicht hast du das auch irgendwo in deiner Chart, in deiner Horoskopchart. Schau doch mal nach. Vielleicht hast du es sogar, den Stier sogar im Haus für den Beruf. Guck da mal. Das wäre gut für dich zu wissen, denn dann kannst du deine Arbeitsweise und dein Arbeitsumfeld besser auf dich selbst abstimmen.
soweit das möglich ist. Aber es können auch Personen gemeint sein, die hier eventuell wichtig sind für dich, für deine Situation, für diesen Schlüsselmoment. Eventuell ist auch ein Stier anwesend, während du diese Erkenntnis gewinnst. Sehr, sehr spannend. Ich lege den hier mal dazu. Ja, dann haben wir hier die Blume. Die passt sehr schön zur Herrscherin. Da geht es um Aufblühen. Und auch die Sonnenblumen hier, das ist für mich ein Zeichen, dass hier auf jeden Fall etwas freigesetzt wird, ja, in diesem Schlüsselmoment in dir. Dass du auf einmal, deine Knospen bildlich gesprochen öffnen kannst. Sehr schön. Und wir haben die Klammer. Ja, die taucht oft auf, wenn es um Loslassen oder um Festhalten geht. Und ich finde sie hier recht passend, denn einerseits geht es für die eine Hälfte von euch darum, hier die Anspannung und diese Fokussierung ein bisschen loszulassen, ein bisschen locker zu lassen. Und ja, euer Leben auch trotz aller Arbeit zu genießen, ja. Und das wird, wie gesagt, dieser Moment mit sich bringen. Vielleicht ist es auch endlich mal wieder ein Moment, in dem du das Leben wirklich genießen kannst und in seiner ganzen Fülle wahrnimmst. Ja, und für die anderen heißt es jetzt zuzupacken, anzupacken und hier Plänen tatsächlich Gestalt zu verleihen, Dinge anzugehen, ja, also euer Glück sozusagen hier zu fassen und mit Selbstvertrauen, Zuversicht nach vorne zu gehen. Oh, und wir haben hier noch das Blatt. Es könnte sein, dass euch hier auch nochmal Blätter, gerade jetzt im Herbst, gut möglich vor die Füße wehen und ja, euch auch nochmal die Schönheit der Natur, auch die Schönheit des Wandels der Natur nochmal vor Augen führen. Vielleicht ist auch ein Aufenthalt in der Natur, ich sehe hier auch, habe ich gerade gar nicht gesagt, ne? Auch diese Dame sitzt hier mit dem Füllhorn unter einem Baum. Also eventuell kann dieser Schlüsselmoment für dich in der Natur stattfinden. Auch hier mit den Sonnenblumen etc. Eventuell auch beim Musizieren. Ich sehe hier hinten, oder beim Musikhören. Ich sehe hier hinten eine Gruppe von Musikern. Ansonsten verweist das Blatt für mich aber auch nochmal auf die Herrscherin hier. Dass du jetzt hier etwas ins Wachstum bringen darfst. Dich selbst, eine Beziehung, ein Projekt, ein Ehrenamt, ein Verein, deine berufliche Tätigkeit, ja, wo auch immer du gerade hinschaust. Sehr schön, ein sehr positiver Moment. Also hatte ich nicht mit gerechnet, finde ich aber sehr, sehr schön. Sehr spannend. Bekomme ich hier noch etwas für euch? Ja, Sternzeichen Löwe, Stier, hatte ich schon gesagt. Das können auch Energien sein, die jetzt hier besonders spürbar sind in diesem Moment. Finde ich auch passend. Ja, die Sonne einerseits, die Löwe-Energie. Der Löwe ist jemand, der auch durchaus gerne mal im Mittelpunkt steht und die Fäden in der Hand hält. Der Stier ist ein sehr bodenständiges Zeichen, das eben auch Pläne macht und diese in die Tat umsetzt. Ja, also hier werden keine Luftschlösser gebaut, sondern mit der Stierenergie geht es wirklich voran. Ihr Lieben, lasst mir noch gerne ein Like da, wenn euch diese Legung gefallen hat, oder einen Kommentar, wenn ihr euch hier wiedergefunden habt. Ich freue mich immer sehr. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Sehr schöner Stapel. Wunderbar. Ich lasse euch die Sonne hier mal drauf liegen, damit die Energie hier noch ein bisschen weiter wirken kann. Und wir machen weiter mit Stapel Nummer 2. Welcher Schlüsselmoment wartet auf dich oder hat dich schon ereilt im Jahr 2020? Und wir gucken in die Karten. Da kommt für dich als erstes aus dem Tarot der Page der Luft. Aha. Dann aus den Selbstheilungskarten der Seele von Chuck. Die Nummer 49, Zentriertheit. Aha. Das Bild entfaltet sich. Dann machen wir mal weiter mit den Orakelkarten zur Mondphase. Da kommt für dich der Vollmond im Widder. Bald geht's hoch her.
Und aus den Engeln begleiten deinen Weg. Kommt zu dir, Crystal, sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes, Neues. Allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Okay, ja, dein Schlüsselmoment in diesem Jahr wird sein oder war ein Moment, in dem du sehr gefordert warst. Eine Situation, die dich gestresst hat, wo vielleicht Anforderungen von außen auf dich ein wirklich geprasselt sind, kriege ich hier so, ja. Also du hattest viel zu tun, es war sehr stressig. Dinge sind oder Pläne, Vorhaben sind nicht so gelaufen, wie du das gerne gehabt hättest. Und anstatt in diesem Moment völlig auszuflippen oder die Kontrolle zu verlieren, aufzugeben oder sonst irgendwie aus der Haut zu fahren, bist du oder wirst du es schaffen, hier ganz bei dir zu bleiben. Du wirst in diesem Schlüsselmoment trotz aller Widrigkeiten und aller Stürme im Außen, ja, wie soll ich sagen, dieser Moment wird dich auf einmal vielleicht überraschen, vielleicht arbeitest du auch schon länger an dieser Thematik, dich völlig in deine Mitte bringen. Du wirst auf einmal ganz ruhig werden. Und auf einmal hast du die Ruhe und das Vertrauen, dass sich diese Situation ganz in deinem Sinne entwickeln wird. Und diese Veränderungen oder Verzögerungen oder unerwarteten Ereignisse, die dich sonst vielleicht eher gestört haben, die dich aus der Ruhe gebracht haben, genervt haben, denen wirst du auf einmal etwas Positives abgewinnen können. Ja, also entweder, kommt ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist, entweder wirst du hier mit der Wiederenergie auf einmal denken, ja super, okay, dann machen wir das jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, und zwar so, wie ich das jetzt will. Ich entscheide jetzt, in welche Richtung es geht, und ich weiß auch mit der Zentriertheit genau, was jetzt zu tun ist. Das kann das eine sein. Und oder auf der anderen Seite bist du dir auch sicher, dass es auf diese neue Art und Weise auf ganz sehr viel besser laufen wird, als das bisher der Fall war. Also du wirst auf einmal etwas auf eine neue Art und Weise erledigen, sehen können, also betrachten können, eine Situation, einen Menschen, dich selbst, dein Leben. Und du wirst erkennen, dass das sehr gut ist für dich und dass du so sehr viel besser arbeiten kannst oder deine Aufgaben bewältigen kannst, deine Familie managen kannst, deine Therapie bewältigen kannst, vielleicht auch dein Ehrenamt besser ausführen kannst, im Verein sehr viel besser arbeiten kannst unter neuen Bedingungen, mit neuen Arbeitsmethoden. Und du wirst das völlig gelassen nach außen ausstrahlen. Also es wird wahrscheinlich auch so sein, dass in dieser Situation Menschen zu dir kommen, entweder wirklich in dieser Situation oder später, und dir sagen, wow, dass du da so ruhig geblieben bist. Dass du auf einmal, oder dass du warst die Einzige oder der Einzige, der wusste, was zu tun ist jetzt in diesem Moment. Und du hast das getan, und zwar ohne dich hier mit dem Kopf durch die Wand, mit der Wiederenergie gegen alle Widerstände, sondern auf eine ganz zentrierte und selbstbewusste Art. Ja, hier kriege ich auch so ein bisschen Stierenergie rein. Ja, also wirklich erstaunlich. Es wird ein Moment sein, wie ich schon sagte, in dem du sonst vielleicht ganz anders reagiert hast, und auf einmal kannst du dich in einer Situation, die dich sonst sehr gefordert hätte, vielleicht gibt es hier sogar Streit mit dem Page der Luft. Ne, hier unten haben wir auch die Wahrheiten, die taktlos ausgesprochen werden. Hier können auch Konflikte eine Rolle spielen, auch mit dem Widder. Ein bisschen Unbeherrschtheit liegt vielleicht in der Luft. Aber du lässt dich davon gar nicht mitreißen. Du bist, wie gesagt, auf einmal so. Vielleicht hast du sogar Luftzeichen in deiner Chart, also Waage, Wassermann oder Zwilling, oder eventuell bist du auch ein Widder oder hast den anteilig in deiner Chart, und Feuer und Luft, das ist normalerweise eine Mischung, die auch sehr explosiv sein kann, aber wie gesagt, bei dir führt es zum Gegenteil.
Sehr spannend. Wir schauen mal, was die Charms noch verraten zu dieser Situation. Und da haben wir ja einiges hier. Da kommt mir als erstes hier mal der Roller. Also mag es auch sein, dass es hier um irgendeine Art von Transportmittel geht auf ganz weltlicher Ebene. Ja, dass du vielleicht ein Auto kaufst, verkaufst, einen Roller, ein Fahrrad, ein Schiff, irgendetwas, womit man sich fortbewegen kann. Und dass es da eine Situation gibt, in der du auf einmal, ja, hier deinen inneren Zen-Meister findest. Es kann aber auch sein, dass es hier um eine Situation geht, wo du etwas vorwärts bringen möchtest, bewegen möchtest und von außen wirst du irgendwie nur blockiert. Oder hast du den Eindruck, dass du blockiert wirst? Oh ja, dann haben wir hier einmal das Zeichen der Engel, ein Geschenk des Himmels. Ja, also dieser Moment ist für dich als Geschenk gedacht. Und du bist jetzt soweit, das auch anzuerkennen, weißt du? Also du bist nicht mehr in der Phase, wo wir Herausforderungen, Verzögerungen, Probleme, Hindernisse als persönliche Bestrafung wahrnehmen, sondern du bist jetzt soweit, das als eine Chance zu erkennen, die dir die geistige Welt bringt, um dich weiterzuentwickeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier ein Sternzeichen. Und zwar den Schützen. Ja, okay. Der Schütze ist auch ein Idealist. Also kann es... Achso, natürlich auch ein Feuerzeichen. Eventuell auch dein Zeichen. Vielleicht hast du ihn noch in deiner Chart. Ich würde aber auch sagen, dass hier in dir eine Art von Idealismus wach wird, also von eine Vorstellung davon, wie eine Situation am besten zu lösen ist und du diese Vorstellung jetzt auch umsetzen kannst. Also vielleicht hattest du die auch vorher schon, aber jetzt hast du die Fähigkeiten, es auch wirklich so zu machen, wie es deiner Meinung nach am besten ist. Dann haben wir hier die Rose. Es kann sich hier also auch um Konflikte im Freundeskreis oder im Familienkreis handeln. Muss nicht, aber kann. Ja, diese Rose steht für mich auch immer so ein bisschen für Freundschaft und unschuldige Liebe, also nicht unbedingt romantische Liebe. Oh, dann haben wir hier zwei Muscheln und sie sind beide auf dem Rücken. Also für viele von euch ist das vielleicht auch ein Moment oder eine Situation, die ich gerade beschreibe, wo du sagst, never ever. Niemals werde ich in so einer Situation so reagieren, ja. Also vielleicht ist das wirklich eine Fähigkeit, ein Zustand in dir, der dir selbst noch gar nicht bewusst ist, den du noch gar nicht so, ja, du kannst dir vielleicht jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen, dass das passieren kann. Gilt besonders für alle, bei denen das noch nicht passiert ist. Wenn du diese Situation schon erlebt hast in diesem Jahr, wird es dir vielleicht auch im Nachhinein so vorkommen, dass es auf einmal wirklich wie so eine Hebung des Schatzes, so auf einmal war ich ganz ruhig und klar und wusste, was zu tun ist und habe mich überhaupt nicht mehr beirren lassen, ja, sehr spannend. Ja, für wieder andere kann es auch sein, dass du hier an dieser Perle in der Muschel schon lange gearbeitet hast und sich das jetzt endlich auszahlt. So, dann schauen wir mal weiter. Oh ja, die Eule. Ja, wie ich gerade schon sagte, ne, du hast jetzt hier einen gewissen Grad an Weisheit erlangt, um bestimmte Situationen in deinem Leben als das zu erkennen, was sie sind. Keine Bestrafungen, sondern eher Chancen, dich zu entwickeln, dich selbst zu meistern, dich ja von neuen Seiten kennenzulernen, die du vielleicht so gar nicht kanntest oder auch gar nicht für möglich gehalten hättest. Ja, also du hast jetzt hier einen gewissen Grad an Weisheit erlangt und auch an Überblick und Übersicht über eine Situation, ja, wenn du drin steckst und kannst hier weise Entscheidungen treffen oder weise, ja, eventuell auch Anweisungen geben, andere Menschen führen. Ja, auch das könnte sein. So, dann haben wir noch einen Buchstaben. Und zwar das N. Dieser Buchstabe kann mit dieser Situation zusammenhängen. Vielleicht bist du in diesem Zeichen geboren. Ja, genau. Entschuldigung, ist das der Anfangsbuchstabe deines Namens oder... Dieser Buchstabe hat etwas mit dieser Situation zu tun. Vielleicht siehst du ihn danach, davor in der Situation.
Und wir haben noch das Bild mit dem Haus und dem Baum. Das finde ich ganz super, denn es passt wirklich sehr, sehr gut zur Zentriertheit, ja. Also du wirst in diesem Moment eine Art von Stabilität und Sicherheit in dir spüren, die so noch nicht da war. Und du hast erkannt, wirst erkennen, dass du diese Sicherheit auch anderen vermitteln kannst. Sei es hier wirklich in einem Streitgespräch, Konflikte. Also ich habe hier so ein bisschen, dass einige wirklich auch in einer Konfliktsituation geraten, wo mehrere Menschen beteiligt sind. Und da wirst du wirst die Vermittlerin sein, der Vermittler, ja, der Fels in der Brandung, der wirklich für Ruhe sorgt, für einen guten Ausgang, vielleicht auch Ideen reinbringt, Lösungsansätze reinbringt in eine Situation, auf die andere nicht gekommen wären. Das ist hier mit dem Widder und auch hier oben. Das Gute, was noch nicht sichtbar ist, kann für mich auch für eine Idee stehen, die du hast, die andere vielleicht in dem Moment nicht haben. Also wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben hier wieder die Klammer. Ja, heißt für mich aber in diesem Moment, naja, wobei, man kann sie auch doppeldeutig sehen, ne? Einerseits kannst du hier Stress loslassen in dieser Situation und auf der anderen Seite kannst du dich hier festhalten in dir selbst. Also du bist nicht mehr, du rutschst nicht mehr in Konflikte hinein, du lässt dich nicht so leicht stressen und mitspülen mit dieser Energie von Feuer und Luft, sondern wie gesagt, bist hier ganz, ganz bei dir. Ja, ist auch interessant. Interessant. Im anderen Orakel links hatte ich gerade auch so ein bisschen Schlüsselerlebnisse in der Natur, nicht unbedingt im Zusammenhang mit anderen Menschen. Hier habe ich eher den Eindruck, dass es eventuell in einer Situation passiert, wo auch andere beteiligt sind. Lasst mir noch gerne einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Reading hier gefallen hat und wenn ihr euch wiedergefunden habt. Da bin ich ja immer sehr neugierig. Und ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.